Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den COMP-Filter, um das COMP-Device, also ein CAM-Filter. Was das genau ist und wie man das benutzt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, hier ist das gute Stück, der COMP oder COMP-Filter. Gehen wir einfach mal ganz schnell über das Device. Hier ist der Ein-Ausschalter, dann gibt es hier den Knopf für die Presets. Hier ist der Name des Devices, den ich hier ändern kann im Inspector. Dann gibt es hier die Fernsteuerung, die Remote Controls. Dann die Modulationsleiste, hier habe ich schon mal was drin. Das ist normalerweise nicht drin. Und dann geht es schon los mit dem Device. Hier habe ich einen Display und in diesem Display von 20 Hertz bis hier über, hier steht 4,07 kHz, aber der Schalter, der damit verbunden ist, der geht nur bis 3, irgendwas kHz. Und ich habe hier den Knopf und mit dem Knopf kann ich hier zwei Regler gleichzeitig quasi bewegen. Einmal in der Hertz-Kilohertz waagerecht und dann in der senkrechte, wo es um das Feedback geht. Und jetzt habe ich schon erzählt, worum sich diese zwei Drehregler handeln. Das eine ist eben die Einstellung von 20 Hertz bis 3,47 kHz, kann ich das hin und her schieben. Und der Regler ist für das Feedback, und zwar für das positive Feedback wie auch das negative Feedback. Und das negative Feedback ist nichts anderes als das invertierte Signal. Hier habe ich das normale Signal und hier das invertierte Signal. Und ganz zum Schluss der Mixregler. Der ist nichts anderes als ein Dry-Wet-Schalter. Das heißt, wenn ich den ganz nach links schiebe, habe ich das Originalsignal. Je weiter ich das hochschiebe, kommt das veränderte Signal, das nasse Signal mit dazu. Und ganz rechts habe ich dann nur noch das nasse Signal. Das ist das reine Effektsignal hier. So, machen wir den hier wieder auf 50%. So, jetzt habe ich ein paar Sachen hier erzählt. Die muss ich noch genauer erklären. Und zwar, ein COMP-Filter ist kein Filter im eigentlichen Sinne, also nicht so wie ein Low-Pass, High-Pass, Notch-Bell-Filter oder High-Shelf, Low-Shelf, sondern ein COMP-Filter ist im Prinzip nichts anderes als ein Delay. Das heißt, es kommt ein Signal rein und das wird dann um eine kleine Zeiteinheit versetzt wiedergegeben. Dann habe ich einen Delay. Und bei so einem, bei so einer Kick, wie ich sie hier habe, da hört man das auch relativ gut. Wenn ich jetzt einmal kurz die Kick hier laufen lasse, hört man immer so zwei Schläge kurz hintereinander. Wenn ich das jetzt nochmal aufs Originalsignal umschalte, das ist nur die Kick. Und bei 50% habe ich wieder diesen Doppelschlag drin. Vielleicht mal lauter, dann hört man das auch besser. So, am besten immer mit Kopfhörer hören. So, also der COMP-Filter ist quasi ein Delay, wenn man das so will, mit einem extrem kurzen Delay. Und bei 20 Hertz wird quasi, Hertz ist ja eine Sekunde, eine Zeiteinheit oder quasi die Wiederholung pro Sekunde wird in Hertz angegeben. Das heißt, ich habe hier, die Sekunde wird in 20 Zeitscheiben aufgeteilt. Das heißt, die Wiederholung wird, wenn ich jetzt 20 Hertz nehme und das ausrechne, nach 50 Millisekunden wiederholt. Ich habe das jetzt einfach mal hier mit einem normalen Delay eingestellt und wenn ich die jetzt die 20 Hertz einfach mal abspiele und dann hier auf die 50 Millisekunden umschalte, dann und hier natürlich sämtliche Cutoffs weggemacht, das Feedback mache ich hier ein bisschen hoch, damit es ein bisschen ähnlich auch klingt. So, das sind die 20 Hertz und das gleiche nochmal in Millisekunden. Das heißt, die 20 Hertz sind nichts anderes als eben Wiederholungen pro Zeiteinheit, pro Sekunde. Und wenn ich das eben umrechnen will, muss ich dann einfach die Anzahl der Hertz in Millisekunden umrechnen. So, machen wir den Delay wieder zu, den brauchen wir nicht. Das heißt, ich habe hier eine minimale Wiederholung nach 20 Hertz. Und wenn ich kein Feedback
eingestellt habe, gibt es nur eine einzige Wiederholung. Die Wiederholung kann ich natürlich hier in der Herzzahl vergrößern, das heißt, die Zeiteinheit wird dann immer kleiner, weil wenn ich eine Sekunde in eine Sekunde 20 Einheiten durch in 20 Einheiten einteile und nach der ersten Einheit wird wiederholt und kein Feedback und ich dann die Einheiten vergrößere, zum Beispiel auf 40 Einheiten pro Sekunde, ist natürlich das Echo wesentlich schneller. Nochmal runter. Noch ein bisschen Feedback dazu. So, das heißt, ich habe ganz viele Wiederholungen innerhalb einer Sekunde. Und der Nebeneffekt von diesen vielen Wiederholungen pro Sekunde durch das Feedback ist eben auch der, dass ich zum Beispiel aus sowas wie einer Kick, die eigentlich fast keinen Anteil an einem Pitch, also an einem bestimmten Ton hat, könnte jetzt natürlich sagen, klar, hat die einen Ton, wenn ich hier mit Tune angucke, ist sie auf G, auf 50 Hertz. Aber so hören tue ich das jetzt nicht. Und dadurch, wenn ich jetzt das Feedback einschalte, kenne ich schon so ein bisschen mehr den Ton. Und dann suche ich mir zum Beispiel einfach den Ton, zum Beispiel einen A aus auf 110 Hertz. Und da habe ich aus der Kick dann einfach schon mal einen Ton. Ich könnte das hier jetzt zum Beispiel benutzen, um der Kick einen Ton zu geben, um die zu stimmen. Könnte das in so ein Layer reinpacken und da zusätzlich diesen Ton mit dazu packen. Oder ich nehme ein höheres A, dann gehe ich auf 220 Hertz. Vielleicht ein bisschen längeres Feedback. So. Und das heißt, ich kann mit dem Comp-Filter kann ich Delays, relativ kurze Delays erzeugen. Mit dem Feedback kann ich dann die Wiederholungen steuern und dann eben im negativen Bereich beziehungsweise mit dem invertierten Signal noch arbeiten. So, das mit dem invertierten Signal, das hört man so ein bisschen besser, wenn man ein etwas komplexeres Sample nimmt mit komplexeren Strukturen, weil ja die Wellenform, die wird ja quasi übereinander gelegt und in der Zeit ein bisschen verschoben. Und dadurch, dass es ein bisschen verschoben wird, kommt es ja zu Auslöschungen und Verstärkungen von Frequenzen. Und es gibt dann teilweise einfach einen ganz charakteristischen Sound. Wenn ich das jetzt mal ohne den Comp-Filter laufen lasse, ich habe mir hier einen Sample von Mutant.com runtergeladen. Eine schöne Seite, um Samples zu suchen, die man auch frei verwenden kann, selbst für kommerzielle Zwecke. Und wenn ich mir dieses Sample jetzt mal hier anhöre, und zwar das ganze Sample, also vielleicht nicht gleich alles, aber doch einen großen Teil davon, dann klingt das Sample erstmal so. Ooh, yeah, baby, baby, can you feel the music? So, und wenn ich jetzt den Comp-Filter hier reinpacke und jetzt einfach mal auf 20 Hertz lasse. Ooh, yeah. Baby, baby, can you feel the music? Oh yeah, baby, baby, I am addicted to music. I wanna see you dance, I wanna feel the groove. So, und zwar am Anfang höre ich das noch vielleicht einigermaßen gut, dass es da ein Echo gibt, aber je höher ich hier mit den Hertz gehe, das heißt, je kürzer die Zeiteinheit wird, wo es ein Echo gibt, also ich kann relativ schnell nicht mehr unterscheiden, ist es noch Originalsignal und Effektsignal so voneinander getrennt, dass ich das mit den Ohren trennen kann. Irgendwann verschmilzt es zu einem Ton und ich kann das nicht mehr so richtig voneinander trennen. Dann wird natürlich das Feedback interessant. Und zwar drehe ich das jetzt mal hier so langsam ein bisschen hoch. Oder ich lasse es hier einfach mal, das klingt ein bisschen komisch dann, und drehe einfach mal das Feedback so ein bisschen rein. Ooh, yeah, baby, baby, can you feel the music? Ooh, yeah, baby, baby.
Und jetzt gehe ich einfach mal mit den Herzzahlen hoch. Das heißt, das Echo wird immer kürzer. Also ich habe da so ein bisschen roboterhaften Effekt. So, und jetzt ist halt die Sache, wenn ich das normale Signal nehme, dann habe ich diesen Effekt. Und wenn das Signal invertiert wird, also das heißt, die Signale, die quasi über der Nulllinie waren, sind unter der Nulllinie und die unter der Nulllinie waren, sind über der Nulllinie. Also im Prinzip einfach mal umgedreht, das komplette Signal. Dann ergibt sich da vom Sound her ein leicht anderer Sound. Und ich habe hier jetzt mal so ein kleines Makro gebastelt, damit ich das auf die gleichen Werte positiv wie negativ hin und her schalten kann, sodass man das relativ gut hört. So, lassen wir das einfach mal laufen. Das heißt, man kriegt so eine leicht andere Färbung von dem Sound dadurch, dass man einfach das invertierte Signal nutzt. Ja, und das ist schon der Kompfilter. Also wichtig dabei ist halt einfach nur zu wissen, ähnlich wie bei dem Blur-Device zum Beispiel auch oder bei den Delays, es ist ein Delay, der mit Feedback arbeitet und die Einheiten, wie schnell ich dieses Echo wiederhole, wird in Hertz angegeben, beziehungsweise in Kilohertz. Und man kann eben ein paar schöne Effekte damit machen, eben dieses Roboterisieren der Stimme oder so dieses im höheren Bereich so ein bisschen rumspielen, dass es oben rumzwirbelt. Vielleicht noch mit einem Reverb dazu oder einem zusätzlichen Hall, der diese hohen Frequenzen da noch so ein bisschen im Stereo hin und her schmeißt. Wenn man das jetzt zum Beispiel, machen wir das jetzt vielleicht doch gerade mal mit einem Delay 2 und nehmen dann einfach mal so die unteren Frequenzen hier weg. Mal gucken, ob das reicht. Wo sind wir denn hier? 501,5 Kilohertz. Mal schauen. Can you feel the music? I wanna see you dance, I wanna feel the groove. Can you feel the music? Da kann man schöne Sachen mitmachen. Und nicht nur auf Stimmen natürlich, sondern eben auch auf Instrumente. So, und das war's auch schon wieder von dem Comp-Filter oder von dem Comp-Device. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Like, nee, gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ja, kommentiert. Mich würde tierisch interessieren, was ihr mit den Devices macht. Schreibt einfach mal drunter, wenn ihr damit rumexperimentiert, was ihr damit gemacht habt, ob ihr irgendwie was Lustiges, Tolles, Kreatives fabriziert habt. Schickt mir die Links, lasst es mich wissen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.